Connect Interview. Heute mit den Leuten, die unser Closing spielen. Ich begrüße ganz herzlich Tala und Peter Raven. Ich sag mal hallo Larsi. Und Hallo Uwe. Hallo erstmal. Wie gesagt, sie spielen hier das Closing. Und bevor ihr das macht, die Frage, wie seid ihr denn zur Musik gekommen? Also lange ist her. 96 die ersten Player gekauft und 97 den ersten Auftritt. Ja, 20 Jahre. Ich habe jetzt, wenn war das, im September habe ich mein 20-Jähriges im Sabotage in Dresden gefeiert. Noch mit guten alten Techno-Platten von früher. Und du? Also bei mir war das letztendlich so, ich hatte eigentlich so gut vor 10 Jahren hatte ich angefangen damit, also bei Snooze Camp direkt. Und wir hatten da letztendlich so gut wie auf der Nature One Camping Village. Also da gibt es mehrere Camps, USB Camp, Mixery Camp, wir waren halt das Moose Camp. Und dort hatte ich so gut wie, also mein Lehrer war ja dort auch mit dabei, damit die Musik genauso auch gelernt hat. Also ich war von früher noch ein Student aus Freiberg, genauso. Und der hatte mir das beigebracht und der hatte das Moose Camp letztendlich so gut wie genauso auch zum Lodern gebracht und da bin ich halt einfach dazugestoßen, genauso auch damit. Ich wollte das genauso, Musik ist halt letztendlich so gut wie mein Leben. Music is my life. wenn ich jetzt so sage, Halsbrücke, alter Bahnhof, ist das doch, denke ich mal, ein gutes Stichwort, oder? Kannst du mir da ein bisschen was erzählen, Larsi? Ja klar, auf jeden Fall. Also, wo fangen wir da an? Also 2002 haben wir einen alten Bahnhof aufgemacht. Hintergrund war der eigentlich, wir sind eigentlich in etablierte Clubs nicht reingekommen. Mit mehreren Kollegen zusammen haben wir Demo-Tipps verschickt damals und so. Und entweder waren wir zu schlecht oder zu unbekannt oder keine Ahnung. Wir haben einfach keine Chance gehabt zum Auflegen. Und da ist dann der Gedanke entstanden, wir machen einfach einen Club auf. Da sind wir Residenz, da können wir spielen, laden Leute ein. Und 2002 war das Opening. Vorneweg noch illegale Partys im Raum Freiberg halt. Irgendwo eine Anlage in den Wald geschleppt. Mucke gemacht. Eine ziemlich schöne Zeit. Bis dann die Behörden leider den Club zugemacht haben. 2008 haben wir dann die letzte Party gefeiert. Zwar nicht mehr ganz so mit Schlüssel und. Aber egal, wir hatten dann noch einen zweiten Versuch gestartet in Freiberg, das Porzellanwerk. Das ging leider auch bloß ein Jahr. Dann sind auch die Behörden wieder aufgewacht, was wir da so treiben. Und haben dann 2009 uns ein Veranstaltungsverbot reingedrückt. Und dementsprechend muss man leider aufhören. Und dann ist mein Gang gewesen, aus den Clubs raus. Und da habe ich mit einem Kollegen zusammen ein Studio aufgemacht. Und dann kam die Langeweile irgendwann mal auf, so nur Studio und rumsitzen für sich alleine. Und dann ist der Lichtschutzfaktor geboren worden. Und der läuft ja seit 5 Jahren und wächst. Ihr habt so schöne T-Shirts an. Da steht OBC Records oder OBC. Was heißt OBC ausgesprochen? Old Bahnhof Crowd. Das ist noch die alte Bahnhof-Crowd, okay. Ja, ja. Das kommt noch vom Club Alter Bahnhof in Halsbrücke. Das ist noch von früher. Und wir hatten dann, 2002 haben wir ja eröffnet, 2003 war der Gedanke, jeder Club hat ein Label. Und da haben wir einfach gesagt, scheiße, wir machen ein Label auf. Und obcrecords.com gibt es Techno, sächsischen Techno, sagen wir mal so. Oder Mucke, die wir gerne machen. Und auch sind auch Chemnitzer Leute dabei, die dort released haben, zum freien Download. Also. Eine tolle Sache. Ich würde gerne mal reinhören und aktuell gibt es mehrere Projekte da auch, dass mir eine CD ist wieder in Arbeit und was ich noch hätte, es gibt Vinyl-Cuts aktuell, können bei uns bestellt werden, so alten Acid-Techno vom Clemens Acidus aus Dresden und so, sehr feines Zeug. Also wir machen... Das sollte man ruhig mal zuschlagen. Ja, wir machen keinen Mainstream-Mucke oder wir machen Musik, die uns gefällt und releasen die halt. Das ist eigentlich der Hintergrund. Und da kann auch jeder releasen und es kann jeder anschreiben, wie er Bock hat. Also wenn es uns gefällt, wird auf die Plattform hochgeschossen. Wir machen die Promotion halt. Geld gibt es leider nicht. Netlabel verdient man kein Geld. Kostet in dem Sinne bloß. Und man macht es nur als Liebe halt. Als Engagement zur Musik irgendwo. Aber es funktioniert ganz gut. Das ist auf alle Fälle schön. Und ich habe gerade erfahren, dass
in einiger entfernter Zeit ein neues Release erscheinen wird, da gerade irgendwie ein Studioumbau im Gange ist. Gibt es da schon irgendwie Ideen soundmäßig, was da drauf soll? Soundtechnisch gibt es die Idee ist schon. Das Teil heißt Your Definition of Techno. Da ist zum Beispiel Fail and Error aus Chemnitz dabei, Cockabit steuert einen Track bei, Clemens Acidus, Peter Raven, ich, OSR, wahrscheinlich noch UK aus Fulda oder wer halt Bock hat. Also könnt uns gerne anschreiben, also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe einen geilen Track gebaut, der in die Richtung passt, Your Definition of Techno, also sollte zwischen 120 und 150 BPM sein und Techno. Das sind die Vorgaben, mehr gibt's nicht und dann kommt er mit auf die CD mit drauf, kein Thema, können wir alles klären. Also schreibt uns an über die Homepage oder über Facebook, alles kein Ding. Sag doch nochmal fix die Homepage an. obisierecords.com. Freue mich, dass ihr hier mit beim Interview neben mir standet. Wünsche euch gleich ganz viel Spaß hinter den Playern. Und wir sagen mal Tschüss, oder?